Mozart, Flats, and Salzburg. Their destination is Monaco at the Mediterranean Sea, 1,038 kilometers away. Austrian adventurer Paul Buschelbauer succeeded in claiming third place. It all ended in a head-to-head race with Italian Aaron Durocatti. Fin da bambino ho imparato a volare sfruttando l'energia del sole e del vento. Mi sono allenato duramente per salire le montagne il più velocemente possibile. Da qualche parte ho letto che la Red Bull X-Alps è l'adventure race più dura al mondo. Non so se questo sia vero, ma una cosa di cui sono sicuro è che ogni mattina so che dovrò usare tutte le mie forze per salire fino al decollo. Non importa se c'è vento forte, non importa se le gambe fanno male, non importa se la stanchezza pesa più dello zaino. But Guschelbauer makes it onto the podium and can celebrate a well-earned third place. Training ist nicht nur wichtig, um am Boden schnell zu sein. Es erhöht auch die Sicherheit. Jeder Fehler während des Rennens kostet nicht nur Zeit, sondern ist auch gefährlich. Wenn ich am Startplatz ankomme, muss ich innerhalb von kurzer Zeit wieder erholt sein, um konzentriert fliegen zu können. Wenn man körperlich richtig fit ist, kann man sehr viele Schwierigkeiten während des Rennens viel besser meistern. Keine Fehler zu machen, ist der einzige Weg, Red Bull X-Alps zu gewinnen. Und beim nächsten Mal möchte ich gewinnen. Zu Fuß auf den Startplatz zu gehen, ist für mich Teil meiner Leidenschaft. Kein Motor, keine Hilfe von außen. Nur meine Kraft und die Natur um mich herum. Ich mag es, wenn der Aufstieg steil und schwierig ist. Im Endeffekt ist jeder Meter, den ich aufsteige, zusätzliche Energie zum Fliegen. Red Bull X-Alps ist mehr als ein Rennen. Es ist ein komplexes Strategiespiel. Immer konzentriert bleiben zu können, ist die Voraussetzung, um gute Entscheidungen zu treffen. Poco prima del decollo, quando il respiro rallenta, mi guardo intorno e realizzo che ogni passo percorso mi porta più vicino alla realizzazione del mio sogno.